Ich bin auch am überlegen, ob ich Paper Mario The Origami King let's playen soll, aber da weiß ich nicht, wie viel das noch Rollenspiel ist. Weil die Paper Marios wurden ja immer weniger rollenspieliger und wurden immer mehr, was auch immer das für ein Quatsch ist, was sie da gemacht haben. Seit Sticker Star Saga, das davon hat, also da habe ich mich eigentlich so fern gehalten, dass ich nicht mal weiß, was Sticker Star Saga ist, außer ein Paper Mario Spiel. Aber zum Beispiel wie Color Splash, das ist zwar noch irgendwo ein bisschen RPG, man hat irgendwie einen Kampfbildschirm und muss Sachen auswählen, also Attacken auswählen und sowas. Es ist irgendwo noch ein RPG, aber sowas wie das Äonentor oder der erste Paper Mario ist es halt nicht mehr. Und Super Paper Mario war einfach ein Jump'n'Run, soweit ich weiß. Und dann gab es dieses ganz komische, dieses Paper Mario und Mario und Superstar Saga Mashup-Dingens, wovon ich auch nicht genau wusste, was ich da halten soll. Außer eine Menge Abstand. Ich mochte, welchen Teil habe ich gespielt? War das der zweite, der mit den Babys? Ich weiß, das Superstar Saga für den Game Boy Advance gab, dann dieses Partners in Time. Das habe ich gespielt. Für den DS und danach. Ich habe jetzt mal dieses Bowser Inside Story damals gekauft für den DS, aber danach habe ich eigentlich nie wieder eins gespielt. Nach den Partners in Time. Und viele sagen, das soll ja das Schlechte sein. Ich fand es richtig gut. Also mittlerweile soll das Schlechte tatsächlich das sein mit Paper Mario. Da muss ich mal reingucken. Ich wollte auch gerne das Super Mario RPG gerne mal hier auf diesem Kanal machen. Da hätte ich auch eine Fan-Translation. Würde ich mir da raussuchen. Um das auf Deutsch zu spielen, weil so eine Voraussetzung der Spiele, die ich hier spiele auf diesem Kanal, ist, dass sie mindestens deutsche Texte haben. Als Untertitel und auch in Menüs und so. Ja, dass zumindest alles deutsch sein muss. Oder deutsch-ähnlich, sagen wir es mal so. Ich spiele auch hier Spiele, die ein bisschen schlecht übersetzt sind. Aber halt, ich bin halt so schlecht im Englischen, also ich verstehe das schon und so, aber übersetzen bin ich so schlecht, deswegen möchte ich hier das kein antun und ein englisches Spiel setzen, spielen und das übersetzen müssen. Was ich ja auch machen könnte, ist einfach drauf scheißen und einfach die englischen Begriffe die ganze Zeit benutzen. Und einfach das Englische für sich stehen lassen und es nicht übersetzen wollen. Das könnte ich dann auch machen, aber das ist dann auch so kacke, weil ich weiß, dass viele das Englische nicht so mächtig ist. Im Englischen nicht so mächtig sind. So, wird ein deutscher Satz raus. Viele sind halt dem Englischen nicht so mächtig und ich möchte halt, dass jeder. Das sind halt deutsche Let's Plays, deswegen will ich auch, dass man jetzt nicht noch eine Fremdsprache lernen muss, um die hier schauen zu können. Deswegen, naja, keine englischen Spiele. Und andere Sprachen sowieso nicht, weil ich kann sowieso nichts anderes außer Deutsch und Englisch. Das einzige Spiel, was ich hier auf diesem Kanal habe, was nicht deutsch übersetzt ist, Mega Man 1 und der Randomizer von A Link to the Past, aber bei den beiden Dingern braucht man nicht wirklich den Text zu wissen. Das eine ist halt ein sehr simples Spiel, also Mega Man ist halt ein sehr simples Spiel, wo nicht viel Text bei ist, und der Randomizer von Zelda 3, also A Link to the Past, der
Da geht's größtenteils um Gameplay, da ist scheißegal, wie die Texte da sind. Okay, ich würde sagen, nach dem Kampf gehen wir wieder ins Dorf, kaufen uns ein paar Items, gehen vor allem ins Inn und machen einfach mal weiter. Ich würde jetzt gerne wissen, wie stark ich bin, ob ich jetzt immer noch zu viel aufs Stressbrett kriege oder wie. Wir werden sehen. Das ist ein Sinn. Ich habe mir gerade was getrunken, deswegen stand ich gerade für ein paar Sekunden rum. Ich glaube, hier ist nichts so Interessantes bei ihm. Obwohl Phoenixfedern. Wie viel Kohle habe ich? Genug erstmal. Das wäre dann 40, machen wir so viel, dann haben wir 50. Trommel brauche ich nicht unbedingt. Ein Elixier ist mir zu teuer. Die High Potion habe ich eigentlich an sich genug. Die Sachen eigentlich auch. Huch, nein. Doch eigentlich alles noch gut da. Ich glaube, ich gehe mir noch mal ein paar Ether kaufen, weil das ist das Wichtige. High Potion bringen halt nicht wirklich viel, meiner Meinung nach. Ich mach mal so. Damit ich noch ein paar finden kann, aber damit wir genug haben. High Potions bringen halt nicht so viel, weil die heilen echt nicht. Die heilen fast nicht. Obwohl, so schwach wie wir sind, heilen die eigentlich schon ganz gut, aber so zum Beispiel im Kampf, da kannst du eine High Potion einfach knicken. Wieso sind die Animationen teilweise abgeschnitten? So, dann gehen wir mal weiter. Da kann ich nicht lang, okay. Oh, Kart. Okay. Fluch finde ich jetzt nicht so gut. Da müssen wir so ein bisschen trainieren, dass wir das so widerstehen. Scheiße. Medica. Okay, du haust mal da drauf und du auch und du auch. Okay, der ist auch verflucht. Flamme finde ich jetzt nicht so schön, aber das macht wenigstens nicht so viel Schaden wie ein normaler Angriff von ihm. Scheiße. Ich setze nochmal Medica ein und hoffe aufs Beste. Ich setze mal Eis ein, einfach mal zu gucken, ob das Schaden macht. Weil die sind rot, da gehe ich auch mal von aus. Nein. Dass Eis vielleicht gut ist. Exitus finde ich nicht so gut. Das können die auch nicht so richtig widerstehen. Dann setze ich einfach ein Kruzifix ein. Auf jeweils einen von den beiden. Hier draufhauen, Kruzifix. Natürlich, wenn sie wieder verfluchen, ist das wieder scheiße. Okay, er ist tot. Aber da haben wir wenigstens das Kruzifix gespart.
Komm, Exitus, geh daneben. Gut. Okay, ich hoffe einfach, dass wir hier so ein bisschen viel besser werden, so mit der Zeit, dass wir das hier alles auch gut aushalten können. So. Das sind ja keine Durchgänge, das haben wir ja gelernt, deswegen gehen wir da auch nicht durch. Und Fuß finde ich nicht so gut. Ich glaube, Richard ist der Einzige, der das wirklich gut aushalten kann. Na, lass das mal. Hau drauf. Saugen finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie oft ich speichern soll. Wirklich nach jedem Kampf, das wäre ein bisschen... Oh, Goldrüstung und Flambeau. So einen Bogen kann ich wirklich irgendwer tragen, ne? Status. 1, 2... Okay, der... Ja, könnte... Naja, so richtig aber auch nicht. Es Gott. Die Goldrüstung, die war ja nicht so gut, ne? Deswegen tragen wir sie erstmal gar nicht. Blutwolf. Oh, der tut weh. Vergiften tut er auch. Erstmal ein Medikar einsetzen. Der Rest, der haut einfach drauf. Eine tolle Wurst. Dann Engel auf Josef und der Rest haut drauf. Dann wie viele Antidotes habe ich? Okay. Ah, lieber Medikar, ne? Besser ist das. Weil ich habe viel, viel mehr Äther als sowas. Okay, dann speichern wir nochmal eine Runde. Okay. Kann ich hier durch? Angriffe. Hör doch mal auf, den Josef anzugreifen. Der hat doch sowieso kein Leben. Und wenig KP hat er auch. Ja, ich bin doof. Das geht ja alles klar. Zum Glück haben wir mittlerweile so viel KP, so Maximum. Ich? Ja, komm, wir hauen einfach drauf. War mir überlegen, ob ich Minu heile, aber die dürften uns nicht töten können. Solange dann nicht diese ganz große Gruppe aus diesen vielen verschiedenen Monstern kommt, geht das hier alles eigentlich klar.
So, dann nochmal Magie. Peter. Auf ihn hier. Ihn hier nochmal. Dann nochmal über 2000 bei Richard. Buch, Items. Peter haben wir ja ein paar. Können wir ja direkt draufballern. Speichern nochmal eine Runde. So. Ja, genau die Gruppe hasse ich. Dann wollen wir die hier mal wegmachen. Ich weiß nicht, wie viel sie aushalten. Deswegen habe ich da mal mit allen drauf gehauen. Da finde ich nicht so gut. Ah ja, die kleinen Satan-Viecher sind ja auch da. Die hasse ich wie die Pest. Die Magie einsetzen ist nicht so schlimm. Das macht kaum Schaden. Aber hier ihre Statusveränderungen sind zum Kotzen. Den hier, weil der tut weh. Ach Mist. Und kommt Richard da ganz gut gegen an. Minu, wenn er gleich bereit ist, darf dann den Scott mal heilen. Also ich sag gerade gar nichts, weil ich gerade gehört habe, was draußen los ist. Oh, Scott ist tot. Ich habe mich auf den Bildschirm geachtet, weil gerade draußen hier die Welt untergeht, so wie es sich anhört. Gewitter ohne Ende. Also nicht, also hier Unwetter, besser gesagt. Bitte Minu, du musst ihn heilen. Also Scheiß. Ganz schön windig und alles. Boah, ich habe irgendwie Angst, dass hier irgendwie die Sachen durch die Gegend fliegen. Weil ich habe damit nicht gerechnet, dass irgendwie heute Unwetter ist. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich habe halt nichts vorbereitet, irgendwie die Sachen weggestellt oder so vom Hof. Ich habe Angst, dass hier überall Scheiße durch die Gegend fliegt. Wenn der Wind so laut ist, dass du ihn über Kopfhörer hören kannst, obwohl du gerade Musik da an hast, dann weißt du, da ist die Kacke am Dampfen. Schade, dass Scott gestorben ist, weil so hat er halt nichts gelernt. Buchmann hier. Die anderen Spielstände möchte ich erstmal ungern überschreiben. Hier, nächster Raum. Meine Güte, ey. Beziehungsweise nächste Etage. Ein Gold. Hansel. Okay, ich weiß nicht. Die halten schon was aus, ne? Das Brief ist nicht so doll. Aber wenn das nur auf ihn geht, ist das nicht schlimm. Mhm. Kacke. Ich habe ja sowieso so viel Äther, ne? Oh, das wird nicht gut. Ah, du hast sowieso nichts mehr, ne? Okay, dann hauen wir weiter drauf. Eigentlich bräuchte ich dann Berserker bei denen hier, aber ich habe leider keinen Berserker gerade. Na toll, jetzt ist ja auch noch versteinert. Du greifst an, du kannst eine Goldnadel auf Minu einsetzen und du haust auch drauf.
wie gesagt, es ist halt teilweise so komisch, wie stark teilweise die Gegner einfach sind. Sportnadel auf Nu. Ich habe gespeichert seit dem letzten Kampf, ne? Genau. Du kannst dich nicht heilen. Gut. Dann setz mal eine Phönixfeder auf Scott ein. Du haust drauf. Der Blick finde ich jetzt nicht so nett. Ah ja, das hat der Richard ja immer sehr hart weggefickt. Der böse Blick. War das tatsächlich immer Richard, der, oder verwechsel ich ihn gerade mit Leon, der immer von allem getroffen worden ist? Ich weiß es nicht mehr. Okay, die Gegner, gegen die sollten wir uns da... Goldgolems, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir da uns gegen trauen sollten. Ich mach mal Magie. Feuer. Du weißt, was ich ja mache. Fliehen. Das tue ich. Komm. Der überlebt nicht. Was soll ich denn jetzt machen bei so einem Gegnern? Laden. Ich habe halt keine Magie, die stark genug ist für die. Und meine Angriffe nützen da auch nicht viel. Okay, die kann man, glaube ich, ein bisschen besser wegkloppen. Polarkatze. Ich denke mal, Feuer wäre da gut gegen die. Oh, das finde ich nicht so toll. Normale Angriffe machen die auch ganz gut weg. Das habe ich ja gesagt, dass es halt total random ist, ob du hier gut durchkommst oder nicht, weil manchmal sind die Gegner einfach unmenschlich stark und manchmal ist es Pipipax. Hoffentlich ist das ein gutes Item. Oberin Lamia. Die müsste eigentlich ganz gut wegzubekommen sein. Ja, relativ. Donnersperr, da gucken wir jetzt erstmal die Truhe. Okay. Wo ist ein Donnersperr? Kannst du ihn denn tragen? Also ist der besser als was du hast. Ja. Haben wir denn nochmal irgendwie was? Der Flammenspeer besser? Ja, dann durch hier noch der Flammenspeer ist das Orikalkum. Okay. Ich mach mal einen Protest auf alle und dann nochmal Blitz. Und der Rest haut mal drauf. Okay, der macht Blitz nicht. Da haben wir was gelernt. Und dann soll ich heilen? Nee, ich versuche mal einen Beam auf ihn. Weiterhin mit Blitz und der Rest haut drauf. Obwohl, er hat doch den Blitzspeer. Wäre das nicht... Ah nee, warte, den hat... Ah doch, er hat ja auch einen Blitzspeer. Beam funktioniert sowieso nicht, deswegen sollten wir vielleicht doch den Blitzspeer benutzen wollen. Von Mimu, aber der muss jetzt auch den Richard teilen, deswegen geht das erstmal nicht. Blitz, hau drauf.
Mann. Engel auf Josef. Das ist Stufe des Blitz 4. Ja, tolle Wurst. Okay, gut. Okay, gegen so einen einzelnen kommen wir da relativ, sage ich mal, gut an. Aber ich mache bei ihm lieber, bei den Richards auch über 3000. Über 3000 habe ich gesagt. Das war jetzt nicht so klug, aber egal. Der Richard, der hat ja fast 4000 KP, also ist, er kann schon was ab. Lass das mal. Da, dein Quatsch mit dem Einschläfern. Ich sag, lass den Quatsch mit dem Einschläfern und dann setzt ihr einfach mal Schlaf ein. Auf alle. Was zum Glück schlafen die und können nicht verwirrt werden. So, okay, der Scott ist verwirrt, aber ich meine, der kann ja nichts machen, solange er am Schlafen ist. Gut. Eine Heilpotion, wieso nicht? Magie Vita auf Josef. Ja, wir lassen das jetzt mal. Dann gebe ich ihm noch mal ein paar Ether. So, das reicht erstmal. Speichern. Ich weiß gar nicht mehr, ob wie das im Original war, ob man jederzeit speichern konnte. Wenn nicht, dann. Boah. Aber im Original gab es diesen Abschnitt hier gar nicht, ne? Eximorph. Was? Das fing ja schon mal gut an. Engel auf Josef. Ich mach mal Feuer. 230. Das finde ich auch nicht so gut. Engel auf Menü. Wo drauf? Vita. Engel auf Josef und hau drauf. Meine Fresse. Engel auf Scott. Ihr haut drauf. Meine Fresse. Ist das nervig. Er hält auch viel zu viel aus. Bitte auf Scott, Engel auf Josef. Und du haust drauf. Oh, der hat überlebt, Gott sei Dank. Da auf Josef, weil shit, nein, wieder auf Richard, wieder auf Richard, die beiden greift an. Ich kämpfe gerade ziemlich ähnlich, wie ich das mit der anderen Gruppe gemacht habe, ne? Minu und Scott sind da Fiere und Maria. Josef ist, dann der, wie heißt er nochmal, der Geil. Und der Richard ist halt
wer auch immer in vierter Reihe dann war. Der Richard ist der Richard. Heilen. Nochmal heilen auf. Scott braucht das nicht unbedingt, aber Richard vielleicht nochmal. Der wahrscheinlich einen Schlag nicht aushalten wird. Kann ich auf... Nein, ich kann nicht auf den. Dann doch lieber auf Richard, weil der braucht das. Relativ. Und du reißt an. Was heißt, der braucht das, aber der kann halt so viel haben, ne? HP-mäßig. Jetzt braucht er das. Vita auf ihn hier, auf Josef. Kannst Vita auf Richard machen. Ihr beide greift an. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Dann auf Nu. Ihr beiden greift an. Scheiß. Engel auf Scott. Und drauf. Ach so ein Scheiß. Items. Phoenixfeder. Menu. Was drauf. Auf ihn hier, ihr haut drauf. Also Scheiß. Heißt Scott. Scott wiederbelebt Richard und du haust drauf. Wenn du jetzt draufhauen musst, Rexmioth. Hexemoth. Dann auf Josef wollte ich sagen. Ich könnte aber seinen Namen nicht richtig aussprechen. Hexemoth. Fuck. Das ist ein Name, ne? Engel auf Scott. Beide haut drauf. Bitte auf Josef rennen. Weil Richard ein bisschen mehr drauf haut. Sollte mir die MP ausgehen, stehe ich jetzt ein bisschen da. Vita auf Scott, Magie, also Engel auf Richard, Angriff von Josef. Engel auf ihn hier, kann ich ein Ether auf, ja, kann ich auf ihn machen und du haust mal drauf. Die Engel Vita auf Scott, weil das ist der Healer. Engel auf Josef. Und ein Ether einfach mal gerade nicht angreifen auf Minu. Shit. Er heilt sich dann selber, so ein Kack. Vita Engel, meine ich, auf Nu. Dann egal, wer jetzt macht. Beide heilen jetzt mit dem Ether Minu. Egal, wer jetzt stirbt. Einer wird es auf jeden Fall machen. Hauptsache, er tötet Scott nicht, weil das wäre die größte Kotze.
Scott. Engel auf Josef. Angriff von Richard. Ich bin gerade hier in so einem richtigen Teufelskreis, ne? Dann heilt er sich halt eben selber. Engel auf Scott. Ihr beiden haut drauf. Meine Fresse, war das ein Kampf. Josef ist noch tot. Na egal. Jede Menge Zeugs steigert, aber halt nicht von Josef, weil er ein bisschen tot war. Ich habe keinen MP mehr. Ita auf. Ich setze gleich nochmal ein bisschen Ether ein. Nach dem Heilen von Richard. Nochmal auf Menu und dann aber auch noch ein bisschen auf Scott. Das war ein Krampf. Weil wir haben den Krampf gewonnen.